Dieses Mal zeigen wir euch die Stadt der Holzhäuser und der Steinkirche, Rumschanzen in Lillehammer. Beginnen wollen wir aber mit einer missglückten Städtlersuche. Was man hier nicht sehen kann, ist, dass rechts unten ein wunderbarer See liegt. Es war schon spät am Mittag und wir suchten uns einen Übernachtungsplatz, fanden einen Waldweg und wollten diese Chance nutzen. Dass es eng wird, das machte uns erstmal gar nichts aus. Etwas mehr erschraken wir uns, wie steil das es bergab ging. Aber okay, das wird schon alles funktionieren. Eng, steil und nun auch noch Wasserpfützen, deren Tiefe man nicht beurteilen konnte. So langsam wurde uns etwas mulmig, aber irgendwann war der bekannte Punkt erreicht, der Point of No Return, und in diesem steckten wir wohl fest, also hieß es weiterfahren. In jedem Urlaub bringen wir uns in solch eine prekäre Situation, aber auch hier kamen wir wieder heraus. Wir fanden eine Stelle, an der wir das Fahrzeug drehen können, und so leiteten wir den geordneten Rückzug ein. Einmal ist alles gut gegangen. Wir haben Glück gehabt, dass wir wieder gut aus der Situation herausgekommen sind. Nur wenige Kilometer weiter fanden wir sogar einen schönen Stellplatz, auch direkt an einem See, allerdings etwas näher an der Straße gelegen, und ein weiterer Wohnmobilfahrer hatte die gleiche Idee wie wir, aber wie ihr sehen könnt, der Platz ist groß genug, da konnten wir uns es gemütlich machen. Das alles war kurz vor der schwedisch-norwegischen Grenze, die wir am nächsten Tag dann gleich passierten. Unser nächstes Ziel war die Ortschaft Røros, eine der ältesten Städte mit Holzgebäuden in Europa, und sie zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie hat eine Erzbergwerkstradition und offensichtlich kann man auch Erzbergminen dort besichtigen,
was wir jedoch nicht machten. So, jetzt sind wir in Röros und eigentlich nur auf der Durchfahrt und das Einzige, und Röros ist eine erstaunliche Stadt und das Einzige, was hier aus Stein ist, das einzige Gebäude, das ist die Kirche. Alles andere ist aus Holz. Ja, genau. Und zu der und die Kirche, die werde ich jetzt nachher noch auf jeden Fall fotografieren. Und auch hier die Umgebung, weil hier wurde bis in die 1970er Jahre Kupfer abgebaut. Und hier stehen noch diese alten Fabriken stehen hier noch und das ist, glaube ich, ganz interessant zum Anschauen. Du meinst die Kupferverarbeitung? Ja, oder die Kupferverarbeitung. Die Zeche, das ist eine alte Bergwerkstatt. Das sieht man auch an dem Symbol an der Kirche. Mhm. Und jetzt ist er wohl erschöpft, der Kupferabbau. Ja? Aber es gibt hier wohl noch Lichterscheinungen und es waren schon UFO-Forscher da, die gemeint haben, da gibt es UFO-Phänomen. Ja? Aber andere Wissenschaftler sagen, dass das irgendwie mit dem Kupferabbau zu tun hat und dass da irgendetwas nur glitzert. Ja, genau. Also ich würde mal sagen, diese Wissenschaftler, die kommen der Wahrheit schon etwas näher. Wir wissen es aber auch nicht. Vielleicht nee, gibt's ja aber irgendwas. Wer weiß, vielleicht schaut hier jetzt gleich so ein kleines grünes Männchen um die Ecke. Mal schauen. Wir wissen es nicht. Ja. Ja. Wir spekulieren nur. Ja. Ja, auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt ein bisschen an. Und ja, und wenn wir da ein paar nette Sachen einfangen, die können wir euch ja dann zeigen. Genau. Nur ein kleiner Zwischenstopp in Röros. Mhm. Auf dem Weg nach Lillehammer. Ja. Und das von Östersund aus. Ja, genau. Durchreisende, wie wir sind, begnügten wir uns aber mit einem kleinen Spaziergang durch die Ortschaft. Die Kirche war leider verschlossen, die hätten wir gerne angesehen. Und natürlich mussten wir uns dann auch noch Lebensmittel besorgen. Heute ist mal wieder Einkaufen angesagt. Die Wägen sind ohne Chip. Also ich sage, entweder ist alles teuer oder es ist umsonst. Die Wägen hier sind umsonst. Und was hier natürlich in Norwegen sehr auffallend ist, alles ordentlich und sauber. Und reicht's wieder für eine Bierdose? 32 Kronen, das langt knapp für eine Bierdose. Das müssen wir selber zahlen.
Ein Genuss. Hat sich diesmal gelohnt. Das sind über 100 Euro. Die größte Früchte ist natürlich helles Bier. Ja, ja. Ja, ja. Ja? Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, können wir wieder, nicht mehr wieder frei stehen, können wir wieder nicht auf den Campingplatz fahren. Ja, 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 ja. Eigentlich führt eine sehr gut ausgebaute Hauptstraße direkt nach Lillehammer. Aber unsere TomTom-Navi hat auf einmal eine Nebenstraße vorgeschlagen, die sich als tolle Alternativroute herausgestellt hat, und zwar durch das Wintersportgebiet Breitstohlen. Landschaft, kenne ich nicht, aber nicht in Norwegen. Was siehst du? Nein. 150 Meter, fast 1200 Meter hoch. Nein, wir fahren jetzt schon kilometerlang total alleinig auf der Strecke, ja. Da kommt gar nichts. Aber ist echt schön. Wahnsinn. Ja, gefällt uns. Ein wichtiges Erlebnis. Ja, abseits der Küste. Ist auch schön, auch interessant. Ganz andere Landschaft. Und die Pflanzen, die man da so rechts und links sieht, ich zeig's euch gerade. So rüber. Was ist das? Ja. Okay, ich habe es fotografiert schon. Das sind alles wie so Art Erika ist das. Also sieht richtig toll aus. Also wie so Art Heidekraut. Richtig schön. Ah, jetzt kommt, ja, wir haben ja auf dem Dashcam einiges und da zeigen wir oder haben denn schon gezeigt die Strecke, gell? Zeig mir ein bisschen was, weil das ist wirklich einmalig und können wir nur empfehlen, das nachzufahren. Ja, einfach weg von der Küste.
wunderschön wäre, dann wäre es wahrscheinlich. Ja, dann wäre es natürlich noch viel beeindruckender, das ist ganz klar. So, aber jetzt konzentrieren wir uns wieder mehr auf die Straße. Und wow, überall hat solche wunderbare Aussichts- und Raschplätze. Das ist also wirklich toll hier in Norwegen, ja? Ja. Überall hat es da Plätze, wo man sich verweilen kann. Ganz toll. Also Norwegen ist echt klasse. Gefällt uns sehr, sehr gut. Schweiz. Oder was hier? Hm? In der Schweiz. Ja. Ja, es regnet. In der Schweiz auch oft. Als wir wieder an der Hauptstraße angekommen sind, hatten wir kein Interesse mehr, noch die paar Kilometer nach Lillehammer zu fahren, und so suchten wir ein Übernachtungsplätzchen, das wir auch direkt an der Hauptstraße fanden. Da es am nächsten Morgen noch mehr in Strömen regnete, entschlossen wir uns, auf einen Stadtbesuch von Lillehammer zu verzichten, aber die Skisprungschanze, die wollten wir sehen. Wunderschönen Ausblick haben wir jetzt hier auf Lillehammer. Im Regen, es regnet schnürles. Aber trotzdem wollen wir das unbedingt sehen, und zwar genau das hier. Die Sprungschanze. Und eigentlich hätte ich gerne, so war mein Plan, die Drohne da hochfliegen lassen wollen. Aber was ich bei dem Regen geht, ist nicht, oder? Nein, das geht nicht. Hier gibt es einen Sessellift, den wären wir jetzt auch gern da hochgefahren. Aber bei dem Regen tun wir uns sowas nicht an. Der fährt nicht schon, der steht. Doch, der ist gerade gefahren. Ah. Warum habe ich so gesehen? Vielleicht steigt jemand ein. Also wir fahren da nicht damit. Nee, ganz bestimmt nicht. Also die Aussicht von oben können wir euch leider nicht zeigen. Nein, wir gehen trotzdem mal zur Schanze hin, oder? Der ist nämlich jetzt gerade gefahren, der Lift. Moment, steht vielleicht aber. Vielleicht will jemand hoch. Also wir haben kein gesteigertes Bedürfnis, jetzt da hochzufahren. Nö, auf jeden Fall. Nö, nö. Wir besuchen irgendwann wieder eine andere Schanze und da gehen wir dann mit euch wieder hoch. Aber in Lillehammer wird es leider nichts. Hören Sie? Ja. In Lillehammer waren 1994 die Olympischen Winterspiele. Und jedes Jahr findet hier ein Springer-Weltcup statt. Ja. Und regnet es auch immer wieder. Oh. Ja. Was ist natürlich besser gerüstet als ich? Helle wolltet, wie immer halt. Wie immer. Wie immer, und jetzt sich wundern. Interessant ist trotzdem. Mach wenigstens mal hier dein Kragen ein bisschen dazu. So, und da ist die olympische Flamme. Nicht die Person, das ist die Ursi. Sondern hinter der Ursi, da ist die olympische Flamme. Da, wo sie hin zeigt.
Und da ist die Sprungschanze. Schau, hier stehst du genau in der Mitte. Und die Ursi will jetzt genau noch in der Mitte stehen. Ja, hier stehst du genau in der Mitte. Die freut sich, sie hat nämlich jetzt ihren Regenumhang angezogen und der muss jetzt ausgenutzt werden. Sein Radregenumhang. Und der ist zweckentfremdet von der Ursi. Wie kannst du sowas machen? Hält trocken. Das ist doch nicht, das ist stillos. Fürs Fahrrad. Nein, fürs Fahrrad taugt ja nämlich nichts, da wird man nass, aber hier hilft er. Also noch ein Blick auf die Schanze. Genießt es wie wir. Und dann geht's zurück zum Gustl. Haben wir noch den Olympiapark und das Flüsschen, was da vorbeifließt. Und der kleine See, der sich da gebildet hat. Und das war's von Lillehammer. Weiter fuhren wir Richtung Oslo, denn irgendwann hatten wir auch ins Auge gefasst, hier eine Stadtbesichtigung durchzuführen. Aber schlussendlich haben wir das dann verworfen, haben zwar noch einen Stellplatz in Oslo gesucht und gefunden, aber dann führte uns die Reise doch weiter Richtung Skagerrak und von Skagerrak berichten wir dann auch in unserem nächsten Video. Das war's dann wieder mal für dieses Video. Wir bedanken uns wieder, dass ihr uns begleitet habt und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.